Diese Frage kam schon relativ häufig und häufiger, wenn ich auch sehe, auf meinem Instagram-Account finanz.illuminati-. Da poste ich immer mal wieder was, da zeige ich Stories und das sind häufig Screenshots und da kommen die Fragen, hey, was ist das für ein Tool? Hey, was benutzt du da? Und daher jetzt dieser Artikel, dieser Podcast, dieses YouTube-Video, um dich zu inspirieren. Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Mein Name ist Mirko von Finanzilluminati. Herzlich und willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, solltest du bei YouTube sein, einmal gerne ein Abo dalassen und die Glocke drücken, dann verpasst du nämlich auch keine weiteren Informationen mehr. Bist du beim Podcast dabei, lass doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns ab jetzt häufiger. Falls du noch nicht zum Investoren-Newsletter angemeldet bist, dann hast du jetzt die Chance. Klick einmal auf den Link in der Videobeschreibung oder in den Podcast-Shownotes und du bist mit dabei. Ja. Was wollen wir uns heute angucken? Wir wollen uns nicht die guten Bücher angucken, die du im Übrigen auch auf dem Blog findest. Wir wollen uns auch nicht angucken, welche besten Apps es gibt. Wir gucken auch nicht auf den Dividendenkalender. Wir gucken uns auch nicht die kostenlosen Aktienanalysen auf dem Blog an. Nein, heute gucken wir uns an die besten Tools für Aktionäre. Wo kann ich mir Informationen holen und was bringt mir das? Wie kann ich dadurch zum besseren Investor werden? Das wohl bekannteste Tool, die Nummer 1, ist Portfolio Performance. Das ist eine Software, die kannst du dir runterladen. Es ist eine kostenlose Open Source Software, die dir wirklich extrem viel bietet. Hier kannst du all deine Aktien eingeben. Du siehst Realtime-Kurse. Du kannst hier all deine Bestände eingeben und dein Depot aktualisiert sich und gibt dir so unfassbar viele Statistiken. Das ist unglaublich. Portfolio Performance zeigt dir dein Depot nach Branchen, nach Sektoren, nach Ländern, nach Dividenden, nach Aktien und du kannst es eigentlich wirklich nach allen aufteilen. Es ist ein unfassbar großes Tool, das inzwischen doch sehr, wirklich sehr viele Aktionäre nutzt. Das Ganze gibt es kostenfrei zum Download und zwar auf der Seite von Portfolio Performance. Entweder gibst du das Ganze bei Google ein oder du benutzt den Link, den ich dir zur Verfügung stelle, auf meinem Blog. Das ist kein Affiliate-Link, von daher ist es mir ganz egal, wo du draufklickst. Es ist einfach ein super Tool und das solltest du als Aktionär zumindest mal gesehen haben. Wenn es um Zahlen geht, ja, welche Plattform gibt es da? Ich nutze unter anderem alle Aktien quantitativ. Alle Aktien kennt ihr wahrscheinlich schon von den Aktienanalysen. Es gibt da ein weiteres Tool, das ist nämlich alle Aktien quantitativ. Auch den Link findest du, falls es dir zu kompliziert ist, das zu schreiben, mache ich es dir gerne ganz einfach. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Einmal auf den Blogartikel gehen, ein bisschen runterscrollen und schon gibt es los. Ja, der Jonathan und der Michael. Jonathan Neuscheler und Michael Jakob, die haben vor einer ganzen Weile alle Aktien gegründet und haben das Angebot jetzt ein bisschen ergänzt. Im YouTube-Video siehst du dazu jetzt auch ein paar Bilder. Es gibt hier die Möglichkeit, du kannst jede, also noch nicht jede, du kannst aber hoffentlich bald jede und im Moment einfach sehr, sehr, sehr viele tolle Aktien eingeben und bekommst unglaublich viele fundamentale Daten grafisch dargestellt. Das heißt, du kannst sehen, wie entwickeln sich Umsatz, EBIT und Gewinn, wie entwickeln sich die Dividenden, wie entwickelt sich die Margenentwicklung, wie geht es weiter mit der multiplen Bewertung, die Anzahl der Aktien, hat die sich verändert, wie sieht die Ausschüttungsquote aus? Und ich finde das einfach pornomäßig geil. Und diese Webseite schau sie dir unbedingt einmal an, denn es ist A kostenfrei und B sind es super gute und super aktuelle Informationen. Weiter geht es mit dem Tool Rentablo. Rentablo ist quasi das, ja, das Portfolio Performance im Internet. Es gibt eine Webseite und da kannst du deine Depots tatsächlich mit verbinden. Wenn du das nicht möchtest, kannst du allerdings auch alle deine Depots, alle deine Aktienkäufe dort händisch eintragen. Portfolio Performance und Rentablo unterscheiden sich halt so ein bisschen, weil sie andere Darstellungen haben, Sachen anders darstellen und haben beide andere Funktionen. Das heißt, Rentablo hat Funktionen, die hat Portfolio Performance nicht. Portfolio Performance hat Funktionen, die hat Rentablo nicht. Ich persönlich nutze beides, finde Rentablo um einiges geiler, weil ich einfach meine Depots hier verknüpfe. Ich habe da nicht ganz so viel Angst vor und kriege dort meine Depots ja drin verknüpft halt. Es aktualisiert sich alles selbstständig und ich kann alles Mögliche sehen, zum Beispiel wie viele Dividenden mich erwarten, wie sich mein Portfolio entwickelt, wie es im Vergleich zum DAX steht, wie es im Vergleich zum S&P 500 steht. Ich kann sehen, welche Branchen sind damit dabei.
wie teilt sich mein Portfolio auf, wann gibt es Dividende und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall Rentablo ist eine super coole Sache und vielleicht auch ganz interessant für dich. Ja, weiter geht es mit Trade Republic. Ja, Trade Republic, das hast du doch schon mal analysiert. Da gibt es doch von dir einen Podcast, einen Blogartikel, ein YouTube-Video. Ja, das gibt es tatsächlich, den Erfahrungsbericht, den findest du auch verlinkt auf dem Blogartikel, der wiederum verlinkt ist im Podcast und bei YouTube. Hier gilt es aber nicht nur darum, Trade Republic einfach nur als Broker, als Depot zu nutzen, bei dem du nur 1 Euro pro Order zahlst. Nein, es geht darum, Trade Republic ist eine App und hat eine Watchlist, in der du Preisalarme einstellen kannst. Und diese Preisalarme werden dir halt auf dem Handy dargestellt. Also das bedeutet, sobald eine Aktie einen gewissen Wert erreicht hat, kriegst du eine Push-Benachrichtigung. Und dafür finde ich Trade Republic inzwischen auch echt super. Finanznachrichten für gute News. Ja, da gibt es mehrere Webseiten. Ich habe schon ziemlich viele davon ausprobiert und bin irgendwann dann hängen geblieben. Und zwar bei der Seite Finanznachrichten, die heißt wirklich so, also Finanznachrichten, alles zusammengeschrieben.de. Hier kannst du dir ein Konto erstellen, eine Watchlist anlegen und kannst diese Watchlist halt beobachten. Die Seite hat sehr, sehr viele Informationen. Hier findest du sehr viele News, sehr viele Termine und bist wirklich gut mit dabei. Ja, was gibt es ansonsten noch? Was finde ich daran eigentlich am geilsten? Weil ich hinterlege da meine E-Mail-Adresse und bekomme für die Werte aus meiner Watchlist Nachrichten. Das bedeutet, einmal am Tag bekomme ich eine E-Mail und da stehen alle Nachrichten zu diesen Unternehmen, die ich mir ausgesucht habe, gesammelt drin. Und das ist für mich einfach eine Mega-Sache, um gut auf dem Laufenden zu bleiben. TraderFox für Aktionäre. Ja, TraderFox ist ähnlich wie jeder alle Aktien quantitativ, hat nur den Unterschied, hier wird nichts grafisch dargestellt, sondern hier siehst du nackte Zahlen. Finde ich persönlich auch sehr geil. Ist halt so nicht unbedingt eine Alternative, aber eine Ergänzung. Ich benutze beide Plattformen halt sehr gerne und gucke mir damit die fundamentalen Daten von Unternehmen an. Bei TraderFox zum Beispiel kannst du sehen, wie hat sich über die letzten 10, 20 Jahre der Umsatzverhalten, das EBIT-Verhalten, der Gewinn, EPS, Dividende, KGV, KUV und ich finde diese Seite echt cool. Eine weitere ganz interessante App, speziell wenn du dann irgendwann in Richtung Immobilien gehen möchtest, ist die App Bonify, also Bonify. Du findest den Link ebenfalls in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Bonify ist eine App, die zeigt dir deine Bonität. Also du kennst es vielleicht, wenn du eine neue Wohnung suchst, da musst du ja diesen blöden Schufa-Auskunftsantrag ausfüllen. Und das ist zwar einmal im Jahr, kannst du das Ganze kostenfrei machen. Wenn du aber deine Bonität das ganze Jahr über im Auge behalten möchtest, dann kannst du das mit der Bonitätsscore-App Bonify machen. Ein weiteres tolles Tool ist Wikifolio. Wikifolio ist deine Inspiration für dein Depot. Hier kannst du dir einen kostenlosen Account erstellen. Also es ist kein Depot, es ist nichts Kompliziertes. Du kannst hier einfach wie auf jeder anderen Webseite einen Account erstellen und dann den großen Tradern, den wirklich erfolgreichen Tradern, die ihre ganzen Trades dort ganz transparent offenlegen, zugucken. Du kannst dich von ihnen inspirieren lassen oder wenn du möchtest, kannst du tatsächlich auch in deren Wikifolios investieren und beteiligst dich damit an deren Gewinn. Eine englischsprachige Informationswebseite ist die Webseite Seeking Alpha, also ich suche den Alpha, Seeking Alpha. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, ähnlich wie Finanznachrichten findest du dort sehr viele Nachrichten, sehr viele Termine und Aktienanalysen und zwar allerdings alles auf Englisch, weil es eine amerikanische Webseite ist, die wirklich auch sehr stark umfangreich ist. Das bedeutet, du findest hier viele, viele, viele Informationen und dafür nutze ich die Seite auch sehr gerne. Damit, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, lieber Leser, sind wir auch schon wieder am Ende von unseren 9 tollen Tools, unseren 9 tollen kostenfreien Tools für Aktionäre, die dich zu einem besseren Investor machen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich immer wieder, wenn die Zuschauer wiederkommen, wenn die Zuhörer wiederkommen und lass doch gerne ein Abo da. Wenn dir das Ganze gefällt, doch einen Daumen nach oben. Damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.